Der erste Hut, der hier zu denken ist, ist der rote Hut. Und das bedeutet, wir vier sagen, wie fühlt sich das an? Wenn wir also hören, BWL bringt gar nichts, was entsteht da auf der emotionalen Ebene? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das, ja, ich will nichts vorwegnehmen. Wie fühlt sich das an? Ich habe vielleicht einfach das Gefühl, dass manchmal die BWL nicht gut genug gelehrt wird. Ich denke, man kann das nicht so pauschal sagen. Momentan bin ich so in einer Situation, in der ich denke, das hilft mir nicht wirklich weiter. Momentan. Für mich als Nicht-BWLer und angehender Entrepreneur fühlt sich BWL bringt gar nichts natürlich nach einer gewissen Befreiung an, weil möglicherweise das Klischee herrscht, bevor du ein Unternehmen gründest, musst du erstmal BWL-Grundlagen erarbeiten und so. Dadurch, dass jemand aus berufenem Munde gesagt hat, BWL bringt gar nichts, fühle ich erstmal eine Befreiung. So, kommen wir zum zweiten Hut, der gelbe Hut. Was ist gut daran? Was ist gut an der Vorstellung, dass BWL gar nichts bringt? Also ich denke mal, gut ist es in erster Linie für all jene, die BWL nicht studiert haben und gleichzeitig eine tolle Idee haben und womöglich sonst denken, ach Mensch, aber ich muss erst BWL studieren, damit ich das alles auf die Reihe bekomme. Ich glaube, mit so einem Satz merkt man, nein, muss ich nicht. Ich kann auch so anscheinend mein Ding durchziehen. So, ich denke, dass alles, was man bei BWL studiert, ändert sich so schnell, dass es lohnt sich teilweise gar nicht. So Personalmanagement, was ich vor 20 Jahren studiert habe, ist total anders, wie man heute Menschen leitet. So man muss sich sowieso konstant entwickeln. So es fühlt sich eigentlich sehr gut an. Es fühlt sich, ich habe mehrere Möglichkeiten, mich vielleicht zu spezialisieren. Und für die Menschen, die nicht BWL studiert haben, dass sie trotzdem einen Unternehmen gründen können, besonders mit Komponenten. Kommen wir zum dritten Hut, dem schwarzen Hut. Was gefällt mir nicht? Wovor muss ich warnen? Was ist schlecht an diesem Satz? Ich glaube, schlecht könnte möglicherweise sein, dass man sich vielleicht durch den Satz verführt fühlt und sagt, die generellen Themen, die im BWL behandelt werden, mit denen brauche ich mich überhaupt gar nicht zu beschäftigen. Ich glaube, das ist nicht so. Man muss sich schon mit vielen Dingen, wie jetzt Marketing, auch Finanzierung und all solche Dingen beschäftigen, nur nicht unbedingt auf die Art und Weise, wie es im klassischen Studium stattfindet. Schlecht daran ist, dass wir es so ein bisschen in der Ecke drängen vielleicht und verteufeln. Es ist irgendwie ein bisschen in Mode, so ein Businessplan-Bashing zu machen, Banken-Bashing und jetzt BWL-Bashing passt eigentlich auch noch gut in die Reihe rein. Ich glaube, dass ganz viele Leute ganz viel BWL in ihrem täglichen Handeln und Doing anwenden, aber es nicht merken, dass es BWL ist. Also das ist nämlich im Großen und Ganzen recht häufig nur rationales Handeln, ja. Und sie haben das nie unter der Überschrift BWL gesehen. Also ich glaube, viele machen das. Und wenn dann irgendjemand sagen würde, hey, du machst jetzt da eine BWL, also betriebswirtschaftliche Planung oder ähnlich, dann würden die sagen, oh Gott, da wollte ich nie hin. Oh Gott, ich bin eigentlich Künstler. Mir ist der Begriff des ehrbaren Kaufmanns mal über den Weg gelaufen. Der wird tatsächlich auch in der BWL gelegentlich mal verwendet. Und es gibt auch Leute, die darüber promovieren oder promoviert haben. Und ich glaube, was vielleicht an diesem Satz schlecht ist, dass da auch der ehrbare Kaufmann gleich mit untergeht, während der durchaus bei jedem soliden Unternehmen ja willkommen sein könnte und auch willkommen ist, wenn man auch an die ethischen Hintergründe von Faltins Lehre schaut, auf diese Hintergründe schaut, überlassen wir das große Geschäft nicht den Multis, sondern fangen wir es selber an. Und wenn wir völlig blindlings da rein tapern und rein tappen, ohne den Kaufmann in uns zu aktivieren, dann kann es sein, dass wir sehr, sehr schnell scheitern. Also das wäre so mein Beitrag dazu. Jetzt kommen wir zu dem grünen Hut. Da können wir noch ein bisschen mehr machen. Der grüne Hut ist der Hut. Welche Ideen haben wir dazu? Was fällt uns noch dazu ein? Wie kann man das ganze Thema größer machen? Wie kann man es bereichern? Was nutzt mir und was bringt mir gar nichts? Und warum nutzt mir einiges und warum bringt mir einiges gar nichts? Und einfach da vielleicht nochmal ein bisschen wieder so ein bisschen back to the roots zu gehen, ein bisschen erdigen,
also sich ein bisschen zu erden und einfach nochmal sich das ganze Thema ein bisschen rustikaler anzuschauen. Also ich kann total verstehen, dass jemand sagt, mein BWL-Studium hat mir nichts gebracht. Also mein BWL-Studium hat mich immer auf dieses Podium gebracht, demzufolge so schlecht war es jetzt nicht. Aber mein BWL-Studium an sich, ich kann es total verstehen, weil ich habe ganz viel BWL nicht im Studium gelernt. Und ich lehre selber und habe Studenten und die können leider keine Bilanzen lesen und keine BWAs lesen. Und es tut mir total leid, dass die das nicht können und ich versuche denen das so ein bisschen beizubringen, weil das ist hochspannend. Sie können sich aus dem Bundesanzeiger von jeder Kapitalgesellschaft in Deutschland die Bilanzen ziehen und sie erfahren so viel über diese Unternehmen, ohne dass sie die je gesehen haben. Und das ist hochspannend. Das liest sich teilweise wie ein Krimi, wenn sie das über mehrere Jahre verfolgen. Und es tut mir manchmal leid, dass die Leute diese Zusammenhänge, die es da gibt, nicht erkennen, weil die BWL immer so in Bruchstücken gelehrt wird. Also da gibt es einen Part Marketing und da gibt es einen Part Produktion und da gibt es einen Part Vertrieb. Und irgendwie, dass die alle miteinander verzahnt sind, das kommt da manchmal nicht so an und das finde ich schade. Also meine Idee wäre, geht mal wieder ein bisschen runter, zeigt, dass es miteinander zusammenhängt und dann wird es auch spannend. Also weil ganz viele können das, was sie im Vertrieb oder Marketing-Vorlesung lernen, nicht mehr in der Finanzierungsvorlesung anwenden. Und das finde ich schade, weil das greift alles miteinander zusammen, ist total spannend. Also die Alternativen, wenn ich was gründen will, ich aber entweder keine Lust habe, BWL zu studieren oder BWL studiert habe und damit jetzt nicht so richtig klarkommen. Was kann ich machen? Und da gibt es schon mittlerweile glücklicherweise schon einige Wege. Es sind beispielsweise in den letzten 10, 15 Jahren schon einige wirkliche Praktika-Handbücher entstanden, mit denen man gut arbeiten kann, sei es das Thema Gründen oder sei es auch jetzt in meinem Bereich das Thema Online, die ganz bestimmt nicht wissenschaftlichen Kriterien standhalten, also jetzt nicht zum wissenschaftlichen Kanon gehören, aber aus dem man in der Praxis sehr viel schöpfen kann. Anderes Beispiel sind Praktika, die man machen kann, indem man in Startups reingeht oder dass man selber einfach etwas gründet, etwas ausprobiert, weil meine Erfahrung ist die immer, dass ich, wenn ich direkt irgendwo im Markt bin und direkt irgendwo sozusagen an der Front was ausprobiere, dass die Lehren, die ich daraus ziehe, eigentlich immer viel, viel wertvoller sind als, sei es jetzt Vorlesungen oder sei es jetzt auch Bücher. Aber wie gesagt, daneben gibt es auch Veranstaltungen wie heute oder sei es jetzt Blogs oder Barcamps. Das sind alles so kleine Bausteine, von denen ich jetzt im Rückblick sage, dass sie mir in Gänze doch definitiv mehr geholfen haben und den Fundus bilden, aus dem ich heute schöpfe, als jetzt das reine klassische Studium. Und ich denke, dass BWL sollte viel mehr praktisch gemacht werden. Nicht so theoretisch, sondern heute habe ich etwas ein tolles Beispiel gefunden. Es gab BWL-Studenten, die Kuchen eigentlich verkauft haben. Und sie wollten nur wissen, wie man das So, sie haben einen Kuchen gekauft und dann sie haben das in Stücken geteilt und dann sie haben das weiterverkauft und sie haben so viel gelernt über wie kostet eigentlich, wie soll das kosten, ein Stück Kuchen, damit ich Geld machen kann? Wie reagieren meine Kunden? Was sind die besten Marketingstrategien, die ich anwenden kann? So, es gibt, ich denke, das war ein sehr gutes Beispiel, wie wir das in unsere Hand nehmen können und das Beste daraus zu machen. Das, was Sie gerade beschrieben haben, dass es so spannend sei, dass Sie sagen, man erfährt so viel über das Unternehmen und man kann möglicherweise sogar Entscheidungen treffen von außen, ob man an diesem Unternehmen sich beteiligen möchte über Aktienkauf oder sowas. Also ich habe mich immer gewundert darüber, dass der Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Anleger weltweit, dass der gesagt hat, ich informiere mich halt gründlich über das Unternehmen, bevor ich investiere. Und ich weiß nicht, ob der jetzt mehr Zugang zu, also besseren Zugang zu Informationen hat oder ob nicht das, was eigentlich tendenziell für alle zur Verfügung steht, schon ausreicht, um genügend zu wissen, ob sich das lohnt, in ein Unternehmen zu investieren. Und das ist auch das, was Gründer irgendwann anfängt zu interessieren. Bekomme ich Investoren, bekomme ich Leute, die in mein Geschäftsmodell vertrauen oder meinem Geschäftsmodell vertrauen und dem Geschäftsmodell zutrauen, dass es auch ein Wachstumsmodell ist. Der Weiße Hut fragt, welche Fragen müssen wir stellen, welche Informationen fehlen uns,
Oder was sind offene Punkte, die geklärt werden müssen? Also was müsste man klären, wenn man sagt, BWL bringt gar nichts? Bringen wir die BWL richtig rüber? Also verstehen eigentlich die Leute, was wir mit BWL meinen und was dahinter steckt alles? Wie gesagt, ich denke, es ist gerade eher so ein bisschen BWL-Bashing. Ich fand es übrigens total spannend, dass du gesagt hast, also wenn ich BWL studiere, dann kann ich gründen. Mitnichten. Leider ist es da irgendwie total verhaftet, dieses Gründungsthema, BWL studieren und dann kannst du gründen. Um ehrlich zu sein, ich habe die Erfahrung, dass die BWLer inklusive mir immer die gar nicht Ideen haben. Also die anderen, die Leute, die irgendwas anderes studieren, so Ingenieur oder Kreative, die kriegen immer irgendwie Ideen. Die wissen und denken immer, sie können sie wirtschaftlich nicht umsetzen. Aber ich als BWLer, mir fehlen immer die Ideen. Also demzufolge, ich glaube, das ist auch eine blöde Assoziation zu denken, die BWLer sind gleich die Gründer. Mm-mm, funktioniert nicht, glaube ich nicht. Also das heißt einfach, für mich stellt sich das Pferd nochmal anders auf, wie können wir es nochmal anders gestalten und ich bin da ganz nah an Professor Faltin, der sagt, die BWL ist da eigentlich eine Hilfswissenschaft. Und das ist ganz spannend und ganz gut da einzutauchen. Wir müssen die Basics, sollten sie auch als Gründer kennen und können, aber ich glaube, die kann auch jede schwäbische Hausfrau. Also das ist jetzt nicht wirklich so viel, was man da erwarten würde. Ja, und dann haben sie ja noch Komponenten. Welche Wirkung dieser Satz haben könnte, was sehen wir da? Wie sieht das von oben aus? Was passiert sozusagen in der Gesellschaft oder in der Gründungsgesellschaft oder was passiert bei Unternehmern, wenn man diesen Satz sozusagen hineinwirft, BWL bringt gar nichts? Demystifizierung, ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn ich den Hut aufhabe, dann erinnere ich mich, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon des Öfteren hier auf dem Entrepreneurship Summit war. Der Professor Faltin hat in den vergangenen Jahren immer so eine ganz schöne Präsentation rangeworfen, also so eine Folie, und da tauchten so ganz viele BWL-Begriffe raus. Also wir hatten jetzt, glaube ich, 7. Ich glaube, der hat da geführte 100 und hat dann immer gesagt, das müssen Sie übrigens alles können als Gründer. Und ich glaube, das hat, also wer das immer so sieht, der denkt so, alles klar, ich glaube, ich mache wieder was anderes. Und ich glaube, das ist es halt, so ein bisschen Demystifizierung und einfach so ein bisschen Aufklärung. Und ja, also das passt. Und das daran denke ich, wenn ich von oben rauf gucke auf diesen Hut und ich denke, wer das nicht studiert hat, der denkt wahrscheinlich, oh Gott, was kommt da für ein Wust und eine Welle auf mich zu. Ich will nicht sagen, dass die Komplexität, die es in der BWL zum Teil gibt, nicht in Ordnung ist oder dass man die nicht braucht. Also wenn man in größeren Unternehmen in bestimmten Spezialbereichen ist, braucht man sie durchaus. Aber ich glaube, für Gründer wäre es ganz schön, die Komplexität mal wieder runterzubrechen, das ein bisschen einfacher zu machen für diejenigen, so dass sie damit das für sich als handelbar erkennen. Vielen Dank für den Kommentar, der ist nämlich goldrichtig. Die BWL wurde mal für die Großunternehmen entwickelt. Scheindiskussion finde ich total spannend. Also was so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass in Deutschland gibt es, glaube ich, so über 70 Gründerlehrstühle und ich wette mit Ihnen, dass mindestens über 60 davon in der BWL angesiedelt sind. Also demzufolge irgendwie ist es passiert, dass die BWL mit Gründen irgendwie ganz nah und gleichgesetzt wurde. Es kann sein, dass das passierte aufgrund dieses Businessplans-Thema, was irgendwann in den 90er Jahren aufkam, weil da seit dann wurden auch die meisten Entrepreneurship-Lehrstühle gegründet. Also das heißt, ich bin da total bei Ihnen. Also Schuster, bleibt bei deinen Leisten. BWL ist für Großunternehmen und Gründer brauchen nicht dieses hochkomplexe Thema. Die brauchen einfache Strukturen, die müssen damit einfach klarkommen. Deswegen finde ich den Beitrag total gut. Das Problem ist, dass wir hier leider nicht zum Schein sind. Also es wird, gehen Sie an irgendeine Uni, gucken Sie sich den Entrepreneurship-Lehrstuhl an welchem Fachbereich der sitzt. Oder die Leute, die denken, dass sie Leuten das Gründen beibringen, an welchen Fachbereichen die sitzen. Und ich glaube, dann weiß ich nicht mehr, ob wir in einer Scheindiskussion sind oder ob sich die BWL den Gründern angenähert hat oder andersrum. Tut mir leid, dass ich mich jetzt hier wieder in den Vordergrund werfe. Kleiner Hinweis an Sie, gucken Sie sich mal hier an der FU, gibt es einen Master, ist glaube ich auch Wirtschaftsingenieurwissen, Professor Gersch, der ist schon gegangen, der hat sich nämlich schon mir Tschüss gesagt. Und die haben das mittlerweile so aufgesetzt, dass sie sagen, es gibt 3 Karrierewege in ihrem Studiengang und die Leute können sich dann innerhalb des Studiengangs spezialisieren. Einer ist
Angestellter im Unternehmen, der zweite ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, nicht auszuschließen, wenn man oder in die Wissenschaft gehen, Forscher werden, wenn man an der Uni ist, gibt es ja auch ein paar Leute, die dann in die Wissenschaft gehen. Und der dritte ist Entrepreneur. Dieser Gedanke, dass BWL einen Background bietet, den hatte ich eigentlich genauso gehabt. Wobei letztendlich doch eigentlich entscheidend ist, was sind die Punkte, die mir wirklich im praktischen Leben weiterhelfen, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, wenn ich es gründe. Und da kann ich auch nochmal kurz auf deinen Einwurf reingehen. Natürlich ist ein super Background aus dem Studium, dass ich dort solche Dinge wie Zeitmanagement und auch Disziplin, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt im Studium gelernt habe, aber Zeitmanagement definitiv und vor allen Dingen auch methodisches, wissenschaftliches Arbeiten. Das lernt man alles im Studium, klar. Aber dafür muss ich nicht BWL studieren, da kann ich auch irgendwas anderes studieren. Aber was dann diese einzelnen Themen angeht, wenn ich zum Beispiel an das Thema Marketing denke, das war eigentlich sehr interessant so im Nachhinein. Nur es fielen immer Namen wie Procter & Gamble, Nestle und Coca-Cola und all diese großen Namen zu Markenstrategien. Das war an sich so ganz interessant. Aber wenn ich als Gründer dastehe mit einem begrenzten Budget und mein Job ist, eine Marke aufzubauen, vom Grund herauf überhaupt erstmal Bekanntheit zu schaffen, erste Umsätze mit dieser Marke zu schaffen, dann komme ich mit diesen Markenstrategien, die Großunternehmen, die Konzerne fahren, nicht großartig weiter. Da muss ich taktisches Wissen haben, da muss ich wissen, wie funktionieren Google AdWords, da muss ich wissen, wie funktionieren andere Online-Marketing-Kanäle oder ich muss wissen, wie ich in anderen Marketingkanälen vorgehe, was lohnt sich nicht, wie baue ich einen Vertrieb auf. Und da lohnt es sich eher in, sag ich mal, Praktika, Dinge reinzuschauen, aus der Praxis zu lernen oder sich mit Leuten auszutauschen, die genau diese Wege schon mal irgendwann gegangen sind. Und das ist dann ein Background, ja, den kann man nach und nach ausbauen und der einem dann auch irgendwo wirklich im täglichen Leben dann weiterhilft. Was ist wichtig beim Businessplan? Also glaube ich, ich hoffe oder ich weiß es nicht, vielleicht macht es irgendjemand vor, es wäre spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass eine Online-Bank Gründungsfinanzierung macht, genau aus dem Grund, weil die würden sich ja wahrscheinlich nur den Businessplan angucken. Und bei uns ist es relativ entscheidend, mit dem Gründer persönlich in Kontakt zu treten, weil ein ganz wichtiger Punkt ist Authentizität. Also sprich, ich kann mir den Businessplan durchlesen und ich habe Fälle erlebt, da fand ich den Businessplan ganz toll und wollte die unbedingt finanzieren und dann saßen die vor mir und ich bin aus dem Gespräch rausgegangen und habe gedacht, never ever, nicht die Leute, passt nicht, keine Ahnung von wem die sich haben das schreiben lassen. Demzufolge denke ich, und ansonsten ist halt wichtig, dass es stimmt. Also dass es so stimmig ist, also dass ich es nachvollziehbar finde, das kann man jetzt wenig pauschal an, also ich sage jetzt nicht, ich gucke nur auf die Finanzplanung oder ich gucke nur auf, wie die ihre Kunden gewinnen, sondern es muss so ein bisschen in sich rund sein. Das heißt nicht, dass jeder Businessplan, der bei mir auf dem Tisch landet, rund ist. Also ich habe zu jedem Businessplan irgendwelche Fragen und irgendwie sind auch immer alle Leute überrascht, dass ich die alle lese. Also ich weiß nicht, die denken wahrscheinlich, das macht eh keiner, aber doch, wir lesen die und wir fragen dann auch nach. Aber grundsätzlich muss es erstmal stimmig sein und es muss auch ein bisschen weniger allgemein sein. Also sprich, wenn Sie mir angeben, dass meine Kunden sind die ganze Welt, dann weiß ich, dass dazu mein einjähriger Sohn gehört und meine 90-jährige Oma. Leider ist auch nicht die ganze Welt online. Also ja, so einfach mal, das sagt dann für mich eher so ein bisschen in Richtung, ich bin mir noch nicht sicher, ob der das wirklich gut genug in die Richtung nachgedacht hat. Wir müssen Verantwortung übernehmen als Einzelne, als Entrepreneure für die Gesellschaft und wir dürfen nicht darauf warten, dass die Hilfe von außen kommt, schon gar nicht von großen Unternehmen, wenn dann von Entrepreneuren. Das mag jetzt das Schlusswort sein.